Hallo, willkommen zur Tour der essbaren Wildkräuter im April und wir starten die Tour hier in diesem von der Forstindustrie völlig zerstörten Stück Wald, subventioniert mit unseren Steuergeldern, aber auch durch Erschaffen von neuem Geld aus dem Nichts, wodurch nicht nur unsere Ersparnisse, sondern auch unser Gehalt und unser zukünftiges Gehalt verwässert wird. Ja, was hier angerichtet wurde, alle Bäume wurden entfernt, ein Kahlschlag, eine Rodung mit dem Resultat, dass hier die nächsten 2-3 Jahre die Sonne voll reinbrennt, den Boden austrocknet, wodurch dann auch das Pilzmyzel, also die Art, wie der Pilz das ganze Jahr durch im Boden lebt, zerstört und ausgetrocknet wird. An diesem Stück wird man die nächsten 5 bis 10 Jahre oder das nächste Jahrzehnt wahrscheinlich kaum mit Pilzen rechnen können. Die Natur ist aber nicht doof, sie probiert sich hier zu schützen, will den Boden hier vor Erosion und weiterer Austrocknung schützen. Und was sie macht, sie bringt eine ganz geniale Pflanze hervor, nämlich hier diese Brombeeren. Die sind dazu da, den Boden wieder zu bedecken, dass er nicht mehr austrocknet und auch nicht mehr erodiert wird, um ihn erstmal zu bedecken als erste Schutzschicht, damit dann in Zukunft vielleicht wieder Bäume wachsen können. Tja, eine traurige Geschichte, aber für uns auch von Vorteil, die wir auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen sind, denn jetzt im April diese kleinen Triebe hier, genau, die hier, die schmecken ganz hervorragend. Die haben auch noch keine Dornen dran, beziehungsweise nur erste feine Ansätze. Die sind ganz hervorragend, wenn man sie fein gehackt in Salatsoßen beifügt, aber auch getrocknet und zu Tee verarbeitet, schmecken die ein bisschen wie Grüntee, aber mit einem etwas kräftigeren, nussigeren Aroma. Also die sind jetzt richtig erntereif, man verletzt sich da auch nicht mit den Dornen, die kann man jetzt hier einfach so abernten. Ja, und da solche zerstörten Flächen zu Genüge vorhanden sind, kann man hier kräftig zulangen und nutzen, was die Natur jetzt hier für uns bereitstellt. Diese frischen Triebe hier, da kann man ernten und ernten, da wird man nie fertig. So viele Brombeeren hat es hier. Ganz toll, natürlich sind nicht nur die frischen Triebe von der Brombeere verwendbar, sondern auch die Blätter, aber die sind recht bitterstofflastig, ein bisschen astringierend. Also die sind eher ein Schwarzteeersatz, aber die frischen Knospen hier, diese frischen Triebe, das sind richtig gute Grüntee-Ersatzdinger. Ja, nicht nur diese frischen Triebe sind ein echter Leckerbissen, natürlich dann auch in den Monaten August und September sind die reifen Beeren auch eine echte Delikatesse. Ich verwende die frischen Triebe hier nicht nur als Tee und als Sirup. Zu dem Sirup gibt es auch hier auf dem Kanal noch ein Rezept, kann ich sonst unten in der Videobeschreibung verlinken. Nein, auch in Kombucha. Als Teeersatz sind die richtig gut. Auch der Kombucha hat richtig Freude an denen. Kombucha ist so ein fermentiertes Erfrischungsgetränk. Die älteren Blätter hier, die man auch im Winter noch sieht, die da nicht abfallen, die das ganze Jahr am Strauch sind, die sind sehr gerbstoffhaltig. Die haben bis zu 14% Gerbstoffe, die frischen Triebe entsprechend weniger, darum schmecken die auch bedeutend besser. Weiter enthalten Brombeeren Flavonoide und die Früchte dann auch Fruchtsäuren, Zucker und viele Vitamine. Ja, auch in der Volksheilkunde ist die Brombeere bekannt. Aufgrund von dem hohen Gerbstoffgehalt der älteren Blätter wirkt die gegen Durchfälle, aber auch als Gurgelwasser bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum kann man die einsetzen. Die Beeren dann im Herbst haben nicht nur Vitamin A und E und wichtige B-Vitamine, sie enthalten auch eine Menge Mineralstoffe, besonders viel Magnesium und Eisen, aber auch Kupfer, Mangan und Zink enthalten sie.
Also die Brombeere ist eine richtig tolle Pflanze, die hier der Natur hilft, sich wieder zu regenerieren und auch einiges Nützliches für uns Wildkräutersammler bietet. Die nächste essbare Wildpflanze hier direkt am Wegrand wächst und auch an einer etwas lichteren Stelle im Wald, die Brennnessel, eine der mineralstoffreichsten und nährstoffreichsten grünen Wildpflanzen, die man so finden kann, wirklich eine fantastische Pflanze und jetzt in diesem Alter hier wirklich auch ideal. Die haben eine richtig gute Größe. Ja, die Brennnesseln, die wachsen gerne an nährstoffreichen Standorten, eben etwas an lichteren Stellen, Wegrändern, Waldrändern, auch gerne in Siedlungsnähe und in Gärten. Die Brennnessel ist eine alte, wenn nicht gar die älteste Gemüsepflanze. Schon sehr früh haben unsere Vorfahren den Wert dieser wertvollen Pflanze erkannt. Erklären muss man, glaube ich, vom Aussehen her nicht allzu. Ich denke, da hat jeder schon mal Erfahrungen mit der Brennnessel gesammelt, denn sie hat solche brennenden, schmerzhaft brennenden Haare. Das Blatt ist hier stark eingezahnt. Und die Blätter jetzt, gerade die oberen Triebe, dann später im Jahr, aber jetzt eigentlich alle Blätter von der Pflanze, sind noch relativ zart und haben ein kräftiges, etwas nussiges, aber auch ein rustikales Aroma. Verwenden kann man die frischen Blätter zum Beispiel für Spinatgerichte, eignen sie sich sehr gut zum Spinat hinzu oder komplett ein Spinatgericht, wie man auch Spinat zubereiten würde, nur mit Brennnesselblättern. Man kann die frischen Blätter aber auch in Salat verwenden, indem man sie zum Beispiel mit einem Nudelholz einmal da rüberwallt, einmal die Brennhaare zerdrückt, dann kann man sie auch roh essen oder man kann sie auch ganz kurz mit heißem Wasser abschrecken, dann sind die Brennhaare auch neutralisiert und man kann auch das frische Grün in Salat verwenden. Die Brennnessel enthält, wie schon angedeutet, sehr viele Mineralien, viele Mineralstoffe, zum Beispiel viel Magnesium, Kalium, Eisen, aber auch Silizium. Also das ist die lösliche Form von Kieselsäure, enthält sie. Sie enthält Vitamine, zum Beispiel Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E. Sie ist relativ reich an Eiweiß für eine grüne Wildpflanze. Sie enthält aber auch ein bisschen Fett und Kohlenhydrate, nicht allzu viel, und enthält auch Flavonoide. Die Pflanze wurde auch immer schon volksmedizinisch eingesetzt. Dabei ist vor allem ihre harntreibende und blutreinigende Wirkung bekannt. Man kann da richtig 3-4-wöchige Kuren, gerade im Frühling, durchführen zur Blutreinigung und überhaupt sehr reinigend für den ganzen Körper. Deswegen gilt sie auch in der Volksheilkunde als Heilmittel bei rheumatischen Beschwerden, aber auch bei Verdauungsleiden. Sie unterstützt und fördert die Aktivität der Nieren, daher auch ihre harntreibende Wirkung. Weiter soll die Brennnessel auch die Blutbildung fördern. Sie erhöht die Enzymproduktion der Bauchspeicheldrüse und wird daher auch bei Gallenerkrankungen eingesetzt. Ja, somit die Brennnessel eine ganz fantastische Pflanze, sollte man unbedingt mal probieren. Schmeckt auch wirklich gut, kaum bitter. Hat natürlich auch ein bisschen das Potenzial für gewisse Nebenwirkungen. Die ist so heilkräftig und stark in ihrer Heilwirkung, dass, wenn man sich das überhaupt nicht gewohnt ist, kann das auch die reinigende Wirkung zu Kopfschmerzen und migräneartigen Symptomen führen. Also man sollte sich, wenn man die Pflanze noch gar nicht kennt, vielleicht etwas langsamer daran tasten und nicht gleich eine ganze Pfanne voll futtern, sondern vielleicht mal mit einem sanften Brennnesseltee beginnen. Das Kraut hier, die Blätter, die lassen sich auch sehr gut trocknen und dann das ganze Jahr hinüber als sehr leckeren Tee verwenden.
Als nächstes hier nur kurz die Schlüsselblume. Darüber möchte ich jetzt nicht so viel erzählen, aber ich habe kürzlich auch ein ausgiebiges Porträt auf diesem Kanal dazu gemacht. Ist eine geschützte Pflanze, man darf sie also wild nicht sammeln. Sollte man sich für diese interessieren, sollte man sich Saatgut oder Setzlinge organisieren und sie sich vielleicht im Garten anbauen, dann darf man die Pflanze auch nutzen. Denn sie ist auch eine wichtige Blütenpflanze für selten gewordene Schmetterlingsarten und überhaupt ist sie halt eher im Rückgang begriffen, hat es etwas schwerer, deswegen sollte man die unbedingt stehen lassen. Eingesetzt wird die aber sowohl die Blüten als auch die Blätter als auch die Wurzeln bei Atemwegserkrankungen. Aber ist natürlich auch eine wunderschöne Pflanze zum Anschauen. Auch die nächste Pflanze hier habe ich schon mal ausgiebig vorgestellt, ist allerdings schon länger her. Um das Video zu finden, müsstet ihr die Suchfunktion hier auf dem Kanal verwenden und hier mal nach dem Giersch-Video suchen. Der Giersch, auch eine ganz tolle Pflanze, der jetzt in einem idealen Alter ist zum Sammeln. Die Blätter sind noch leicht glänzend und so ein bisschen heller als dann später im Jahr und jetzt sind sie richtig frisch, zart und haben einen hervorragenden Geschmack. Die Blätter vom Giersch, die schmecken so ein bisschen wie eine Mischung aus Sellerie, aus Petersilie und aus Karottenkraut. Einen sehr angenehmen Geschmack. Kann man auch überall verwenden, wo man auch Petersilie verwenden würde. Ist ein bisschen kräftiger im Geschmack und schmeckt wirklich sehr lecker, zum Beispiel zu Kartoffelgerichten. Erkennen kann man den Giersch daran, dass er 3x3 Blätter hat. Also er hat hier 1, 2, 3 Blätter vorne und dann hier am seitlichen Stiel 1, 2, 3 Blätter und auf der anderen Seite ebenfalls nochmal 3 Blätter. Zudem hat der Giersch einen dreikantigen Stiel. Mal schauen, ob ich das aufs Bild hier bekomme. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. So sieht man es vielleicht, dass er ein bisschen dreikantig ist. Genau. So jetzt noch mal besser zu sehen. Hier der dreikantige Stiel. Die ganzen Erkennungsmerkmale sind wichtig, denn später im Jahr macht der Giersch dann ja auch so Doldenblüten. Und innerhalb von den ganzen Doldenblütengewächsen gibt es ja auch sehr giftige Pflanzen. Aber der Giersch hier eigentlich eher einer der einfacher zu erkennenden mit diesen 3x3 Blättern. Man kann den Giersch natürlich nicht nur als Gewürz verwenden, sondern kann daraus auch einen Spinat oder eine Spinatmischung zusammen mit Brennnesseln und Gartenspinat zum Beispiel herstellen. Schmeckt auch sehr lecker und auch Suppen, vielleicht eine Pilz-Gierschsuppe, das schmeckt auch richtig, richtig gut. Ja, vielleicht zu den Inhaltsstoffen. Der Giersch, der ist reich an Kalium, an Magnesium, Calcium, an Mangan, Zink und Kupfer. Also der ist richtig reich an vielen wichtigen Mineralstoffen. Er enthält auch Vitamine wie zum Beispiel A und C. Er hat mehr Eiweiß als Kopfsalat. Außerdem enthält er auch ätherische Öle, Flavonoide und Harze. Auch volksmedizinisch ist der Giersch interessant. Er wird gern bei rheumatischen oder gichtartigen Erkrankungen eingesetzt. Er gilt als leicht harntreibend, als krampflösend, entzündungshemmend und vor allem in Bezug auf Giersch und Gicht, ich meine auf Gicht und Rheuma, hat der Giersch hier eine entsäuernde Wirkung und soll daher hier auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Also eine richtig gute, gesunde, tolle Pflanze. Auch soll man äußerlich angewendet aus dem Giersch Umschläge machen können, zum Beispiel bei Verbrennungen oder Insektenstichen. Also nicht unbedingt jetzt als Pflanze für die offene Wunde, da wäre vielleicht der Spitzwegerich in einer Survival-Situation eher angebracht, aber eben bei Insektenstichen oder Hämorrhoiden oder eben Verbrennungen und solcher Art Hautprobleme kann der Giersch hier äußerlich
als Umschlag angewendet werden. Hier neben diesem schönen Becken haben wir das nächste Wildkraut, das, naja, bedingt essbar ist. Es handelt sich hier um das Scharbockskraut. Scharbockskraut, das ist eines der ersten Vitamin C reichen grünen Wildkräutern, die man schon ab Februar finden kann. Aufgrund des enthaltenen Vitamin C hat man das gerade im Mittelalter, als man noch nicht tropische Früchte importieren konnte, die ersten grünen Blätter hier im Februar verwendet, um hier nicht an Skorbut zu erkranken. Die Pflanze hat einen leicht säuerlichen Geschmack, wird mit der Zeit dann schärfer. Die Schärfe kommt dann vom Protoanemonin, das ist ein Giftstoff, der ist dann aber erst so ab der Blütezeit in einer Konzentration vorhanden, dass man die Blätter oder die Pflanze nicht mehr essen sollte. Vor der Blüte kann man hier in vernünftigen Mengen, sag mal eine halbe Handvoll bis eine Handvoll, von den frischen Blättern für Salate durchaus verwenden. Wenn die Pflanze dann so gelb blüht, ich glaube, ich habe hier auch irgendwo schon gesehen, ja genau hier, die Blüte noch ein bisschen verschlossen. Die hat dann so ein bisschen fettig, speckig, glänzende, gelbe Blütenblätter. Zum Zeitpunkt der Blüte sollte man die Pflanze dann nicht mehr sammeln. Also jetzt im April ist es eher schon zu spät. Das ist eine Pflanze für Februar und März. Die Blätter, die haben eine Form, so ein bisschen irgendwo angeordnet zwischen Herz bis nierenförmig. Und kann man eben gerne in Auenlandschaften auf eher neutralen bis basischen Böden finden, gerne entlang von Bächen und Flüssen. Nebst dem Vitamin C enthalten die Blätter auch Saponine und Gerbstoffe. Ja, wir sind ein Stück weiter hier auf einer Wiese. Auch hier gibt es einiges Interessantes zum Anschauen. Zum Beispiel gerade hier den Löwenzahn. Wer kennt ihn nicht? Zugegeben, etwas eine bitterschmeckende Pflanze, aber auch eine sehr gesunde Pflanze und auch relativ einfach zu erkennen mit den ja, hier tief eingekerbten Blättern, die eben ein bisschen an Raubtierzähne erinnern hier. Wirklich auch gut zu erkennen und dann natürlich typisch mit den gelben Blüten. Zum Teil sind die Blüten schon da, hier an diesem etwas kälteren, kühleren Standort noch nicht. Trotzdem sehr interessant, denn gerade noch vor der Blüte, wenn die Blätter jetzt hier noch jung und eher zart sind und auch noch nicht ganz so bitter schmecken, kann man die auch ein bisschen als Zutat in einem Salat verwenden. Nicht allzu viele, kommt auch ein bisschen darauf an, wie man die Bitterstoffe gewohnt ist. Mit der Zeit schmeckt einem das richtig gut. Wenn man da eher Anfänger ist, vielleicht eher etwas geringer dosieren, weil ja, wenn der ganze Salat aus Löwenzahn besteht, wird man da nicht kaum den ganzen Salat essen mögen, aufgrund vom Geschmack. Also sich hier langsam dran tasten. Wenn dann hier hier kommt schon bald eine Blüte. Wenn dann die Blütenknospen kommen, wenn die noch geschlossen sind, kann man die auch ein, zwei Wochen in Apfelessig oder Weißweinessig einlegen und damit hat man dann so einen Kapernersatz, einen leicht bitterlich schmeckenden Kapernersatz. Gänseblümchen ist hier vielleicht noch ein bisschen schmackhafter, aber auch hier mit diesen Blüten kann man das machen. Später dann kann man die schönen gelben Blüten natürlich als essbare Dekoration auch in Salaten verwenden. Beziehungsweise die Blätter und die Blüten und alles dann auch in jeglichem gekochten Zustand. Zum Beispiel gerade bei etwas fettigeren, schwereren Gerichten, zum Beispiel Fleischgerichten oder Braten, sind die Bitterstoffe, die der Löwenzahn hier enthält, natürlich auch sehr gut und gesund. Denn es regt die Verdauung an, die Gallenproduktion wird angeregt und der Löwenzahn gilt allgemein als verdauungsfördernd.
Inhaltsstoffe sind, wie bereits angedeutet, vor allem Bitterstoffe, aber auch Flavonoide, Kumarine, Phytosterole, Schleimstoffe, aber auch relativ zuckerhaltig, einiges an Fructose enthält die Brennnessel. Die Brennnessel, gerade die Wurzel, enthält auch Inulin. Die Brennnessel, Quatsch, Brennnessel, wie komme ich denn auf Brennnessel? Der Löwenzahn natürlich, entschuldigt, der Löwenzahn enthält auch einiges an Kalium und hat auch einiges an Vitamin, zum Beispiel Vitamin C, aber auch Magnesium und Phosphor. Also wirklich eine gute und sehr gesunde Pflanze, hier der Löwenzahn. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel vom Brennnessel gesprochen. Löwenzahn haben wir hier natürlich. Ja, der Löwenzahn, der hat auch eine richtig tiefe Pfahlwurzel, also so eine karottenartige Wurzel, die auch relativ gut in der Lage ist, verhärtete Böden ein bisschen zu durchdringen und aufzulockern. Manchmal wächst der Löwenzahn ja sogar aus Asphalt raus. Also das ist eine Pflanze, die vielleicht eines Tages den Planeten rettet, wenn da die Menschen immer mit großen Maschinen über die Äcker und die Wälder fahren und die vibrieren ja und verdichten den Boden richtig in tiefe Bodenschichten. Und der Löwenzahn, der wird vielleicht eines Tages in der Lage sein, diese verhärteten Bodenschichten wieder ein bisschen aufzulockern. Wer weiß. In der Volksmedizin ist der Löwenzahn auch eine sehr geschätzte Heilpflanze. Wie schon gesagt, steigert er die Gallensekretion, was die Verdauung fördert. Auch hat der Löwenzahn eine leicht harntreibende Wirkung. Er ist auch unterstützend für die Leber und soll auch helfen bei Gicht- und rheumatischen Erkrankungen. Er gilt auch ein bisschen als Blutreinigungsmittel, vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt die Brennnessel, aber auch blutreinigend. Und ja, natürlich hilft er auch bei Verdauungsbeschwerden, kann aber auch eine leicht abführende Wirkung haben. Nachteil ist, der kann in sehr hoher Konzentration, in sehr hohen Dosen, wenn man den wirklich in rauen Mengen essen würde, was aufgrund vom Geschmack sehr unwahrscheinlich ist, kann er auch zu Gallenstein führen. Ja, wenn wir schon bei der Wiese sind, ist natürlich der Spitzwegerich auf vielen Wiesen anzutreffen und eine ganz tolle Pflanze. Hier sehen wir ihn im Bild, relativ einfach zu erkennen, denke ich. Der wächst hier wie so aus einer Rosette raus, hat diese langzettligen Blätter, also die sind hier relativ schmal, ich sag mal so 1-3 cm. In der Breite und dann so 15 bis 20 cm in der Länge. Wenn wir uns so ein Blatt anschauen, dann fällt besonders auf der Unterseite diese parallel zueinander verlaufenden Blattnerven auf. Die sind auch ein bisschen faserig, was diese Pflanze nicht ganz ideal für Salate macht, aber ich sage jetzt mal, wie beim Salat, Salatherzen. Hier in der Mitte der Rosette, die etwas jüngeren, zarteren Blätter, kann man schon recht gut für in den Salat verwenden. Ansonsten ist es natürlich fantastisch, um die zu trocknen für Teezubereitungen oder Sirup, gerade so für Erkältungstees oder Sirup, eine ganz tolle Zutat. Geschmacklich ist die Pflanze ein bisschen bitterlich, also auch nicht ganz ideal für Salate geeignet. Aber wie gesagt, im März und jetzt im April die inneren hier in der Rosette noch etwas milder. Ansonsten ist der Geschmack so ein bisschen nussig bis pilzartig, ganz interessantes Aroma. Und dann die Blütenknospen, die dann etwas später erscheinen, die sind dann auch so etwas pilzartig, champignonartig in ihrem Aroma. Auch ganz interessant, die kann man dann auch so kapernartig einlegen oder aber kurz in etwas Butter anschwenken, ein bisschen erhitzen, dann sind die so über dem Salat auch richtig lecker. Ja, ansonsten als Tee ist die Pflanze natürlich ganz toll innerlich angewendet. Äußerlich ist das Blatt
wenn es nicht gerade allzu schmutzig ist natürlich, auch im Survival-Bereich als Notpflaster bekannt, also das Blatt verrieben, bis hier der Pflanzensaft austritt auf nicht allzu große Wunden, hat eine antiseptische, eine desinfizierende, leicht desinfizierende antibakterielle Wirkung und auch eine wundverschließende und eine Wundheilung anregende Wirkung. Also ganz interessant, wenn man in einer Survival-Situation nichts Besseres zur Verfügung hat. Natürlich auch ein bisschen das Risiko immer bei Wildpflanzen, die man sich in Wunden drückt. Da können theoretisch auch krankmachende Bakterien mit hineingelangen. Also deswegen mehr so für den Survival-Bereich. Ja, um nochmal etwas auf die volksmedizinische Bedeutung zu sprechen zu kommen, innerlich angewendet, vor allem bei Beschwerden der oberen Atemwege, also solche Erkältungskrankheiten mit festsitzendem Schleim, sehr gut auch in Kombination, was sich meiner Erfahrung sehr gut ergänzt, ist zusammen mit Thymian und Salbei. Das gibt einen super Tee oder Hustensirup mit einer wirklich sehr starken Wirkung. Vielleicht noch etwas zu den Inhaltsstoffen. Der Spitzwegerich, der enthält die Vitamine C und B. Es ist reich an Mineralstoffen, es hat mehr als 1% Kieselsäure, enthält aber auch Zink und Kalium, enthält Flavonoide, Schleimstoffe, Saponine und auch Glykoside. Also ich finde den Spitzwegerich eine ganz fantastische Pflanze, vielleicht so als Hackkräuter auch mal gelegentlich im Frühjahr in Salaten verwendet und sonst eben getrocknet, dann für die Grippesaison im Winter eine sehr tolle Pflanze und auch reichlich zu finden, gibt es auch auf eher stärker gedüngten Wiesen immer noch reichlich zu finden, also die kommt mit vielen Lebensbedingungen gut klar, also dort wo man auch Löwenzahn und solche Pflanzen findet, wird man auch auf den Spitzwegerich stoßen. Ja, wir sind jetzt hier schon wieder weg von der Wiese, wieder mehr hier am Waldrand und am Waldrand kann man häufig die nächste Pflanze jetzt im April finden, nämlich hier die Knoblauchsrauke oder Knoblauchrauke oder auch Lauchhederich genannt, wie der Name hier vermuten lässt. Hat den knoblauchartigen Geschmack, nicht ganz so sehr wie hier der Bärlauch, aber doch auch so knoblauchsartig. Wenn man die Pflanze noch nicht so gut kennt, kann man mal so ein Blatt verreiben zwischen den Fingern und dann wird sich auch so ein knoblauchartiger Geruch entfalten. Ja, vom Aussehen her sieht die ein bisschen aus wie das bereits vorgestellte Scharboxkraut. Ja, dazu habe ich ja auch mal ein Video gemacht, der Unterschied zwischen Knoblauchsrauche und Scharboxkraut. Mal kurz zusammengefasst, das Blatt ist ebenfalls so herz- bis nierenförmig, ist allerdings tiefer gefurcht in der Aderung. Der Stiel hat hier eine andere Farbe und auf der Unterseite sind hier die Blattnerven auch deutlich hervorgehoben. Beim Scharbuchskraut sind die also mehr eben im Blatt drin und nicht so hervorstehend. Und auch natürlich der Geruch und die Größe ist hier eine andere. Also die Pflänzchen hier, die Knoblauchsrauke, ist größer als das Scharbuchskraut. Die Knoblauchrauke kann man hier die Blätter gerade frisch auch für Salate verwenden oder auch für spinatartige Gerichte. Später im Jahr werden sie dann immer, je älter sie werden, etwas bitterer. Also jetzt ist die Jahreszeit, wo man die sicher frisch verwenden kann. Später wird es dann eher suboptimal, auch werden die Blätter dann eher etwas faseriger. Der Geschmack wie auch der Geruch ist ein bisschen Knoblauch bis kresseartig. Ist also eine ganz interessante Mischung für die Küche. Von den Inhaltsstoffen her sind da ja, Knoblauchöle und ätherische Öle enthalten und auch Senfölglykoside, die dem diesen Geruch und Geschmack verleihen. Er enthält aber auch Zuckerstoffe, er enthält auch Vitamine, zum Beispiel Vitamin A und C, verschiedenste Mineralstoffe. Zur volksmedizinischen Bedeutung kann man sagen, man hat den eingesetzt bei Katarren der Atemwege,
hat den als Gurgelmittel verwendet, aber auch bei Asthma hat man den eingesetzt. Außerdem hat er eine antibakterielle und keimtötende Wirkung, oder zumindest hat man dem das nachgesagt. Er wurde daher auch bei Wurmbefall eingesetzt, so ähnlich wie auch Knoblauch und Zwiebeln hier eine gewisse Anti-Wurm-Wirkung haben. Ja, und außerdem wirkt er verdauungsfördernd und harntreibend und auch blutreinigend, also auch eine sehr interessante Pflanze. Auch bei dieser Pflanze kann man die Blätter bei Insektenstichen, etwas Frieben auf den Insektenstich drauf tupfen, und die soll da auch wieder Linderung verschaffen. Interessant ist sie aber eben vor allem wegen ihrem knoblauchartigen Geschmack, der nicht so intensiv ist wie beim Bärlauch. Hier kriegt man ein bisschen Knoblauchgeschmack ins Essen rein, der nicht ganz so kräftig ist wie eben bei echtem Knoblauch oder bei Bärlauch. Ja, um die Jahreszeit draußen zu sein, ist auch einfach nur schön. Schaut euch mal dieses tolle Gebiet an. Also ganz toll jetzt unterwegs zu sein, den Frühling zu genießen und natürlich auch ein paar Kräuter zu sammeln. Ja, richtig schön. Und hier haben wir auch die nächsten Pflanzen hier zum Anschauen. Hier auch schon erste Bienen unterwegs. Aber hier geht es jetzt um diese Pflanze. Ja, sieht vielleicht ein bisschen aus wie Wiesenlabkraut, ist aber hier so im Wald normalerweise nicht anzutreffen, aber das hier ist ja mit den Labkräutern ein bisschen verwandt, aber das ist der Waldmeister hier. Der Waldmeister hat aber ganz ähnlich wie das Wiesenlabkraut hier so Stielsegmente, hat auch so einen vierkantigen Stiel, wo dann so rosettenartig, also querlständig, hier die Blätter wie bei einer Palme angeordnet sind. Dann wieder ein Stück Stiel und hier die nächste Blattrosette mit diesen länglichen, kleinen, glattrandigen Blättern. Der Waldmeister hier ist vor allem bekannt wegen seinem Kumaringehalt. Das ist ein Stoff, der in höherer Konzentration ja auch zu Kopfschmerzen, Verspannungen und vielleicht zu migräneartigen Kopfschmerzen führen kann. Also in höheren Mengen ist der sicher nicht zu empfehlen. Ist vor allem bekannt aus der Maibohle, weil der diese so grünlich färbt. In kleinen Mengen kann man den durchaus verwenden, in größeren Mengen ist er aber sicherlich nicht zu empfehlen, der Waldmeister hier. Ich habe da selbst schon Erfahrung gesammelt mit selbstgemachtem Sirup. Das ist so ein halber bis ein ganzes Glas Sirup. Das ist so bei Anflügen von Kopfschmerzen durchaus sehr hilfreich. Hat hier eine ähnliche Wirkung, ja, wie fast wie Kopfschmerzmittel oder Schmerzmittel. Allerdings bei 2-3 Gläsern am Tag verursacht der Sirup auch ja, Verspannungen und eben Kopfschmerzen, deswegen in höherer Dosis nicht ideal. Ja, das ist jetzt meine Faustregel, das ein bisschen zu präzisieren, dass man sollte hier nicht mehr als 3 Gramm pro Liter aromatisierter Flüssigkeit verwenden. Man kriegt aber auch Fertigpräparate und die gelten dann in der Volksmedizin als positiv bei Venenerkrankungen und Durchblutungsstörungen. Soll hier der Waldmeister helfen. Er hilft auch als krampflösendes Mittel bei Koliken und bei Krämpfen und er soll auch die Leber stärken. Man sagt ihm auch weiter eine schlaffördernde Wirkung nach. Sowie auch soll er stimmungsaufhellend wirken und soll bei Herzbeschwerden helfen. Um hier das Aroma richtig herauszubekommen aus der Pflanze, muss hier das frische Kraut
ein bisschen liegen gelassen werden, so angewelkt, angetrocknet werden. Erst dann entwickeln sich die typischen Aromastoffe. Ja, so viel zum Waldmeister. Übrigens die ganzen Pflänzchen hier, die immer wieder im Bild sind, aufgrund der Bodenbeschaffenheit, diese eher neutralen Böden hier. Das ist das Buschwindröschen, das ist ein Hahnenfußgewächs und Hahnenfußgewächse sind giftig, enthalten Protoanemonin, ein Stoff, der in höheren Mengen ja, die Schleimhäute reizen kann und zu Durchfall und Erbrechen führen kann. Also die Pflanze ist zwar häufig und sieht auch hübsch aus, aber nichts für den Verzehr. Ja, das nächste Pflänzchen hier, jetzt nicht eines der besten Speisekräuter, ist das Märzveilchen. Hat hier solche schönen Blüten. Die Blüten, die sind auch essbar, aber vom Märzveilchen jetzt geschmacklich nicht besonders interessant. Man kann die zwar als essbare Dekoration verwenden. Interessanter ist dann da eher das Duftveilchen, das man auch an seinem intensiven Duft und Geruch recht gut erkennen kann. Das ist kandiert in Zucker, dann eine richtig ja, eine Süßigkeit, eine Leckerei. Aber hier vom Märzveilchen das eher uninteressant. Aber halt eben hübsch als essbare Dekoration, die Blüten in einem Salat. Ja, hier das Scharboxkraut mittlerweile, das wärmer geworden, hat hier jetzt auch schön geöffnete Blüten. Sieht man das hier nochmal in geöffnetem Zustand. Aber was wir hier auch haben, das ist hier dieses Lungenkraut. Wird ja je nachdem auch immer wieder mal als essbar bezeichnet. Das ist es auch ein Stück weit. Allerdings enthält das Lungenkraut auch Pyrrolizidin-Alkaloide, die ja potenziell belastend und auch schädigend für die Leber sein können. Also ich würde da abraten, größere Mengen vom Lungenkraut zu verwenden. Es ist auch nicht so häufig, dass jetzt da so viel im Wald rumsteht, dass man da beliebig viel ernten kann oder sollte. Ist aber eine schöne Pflanze, die hier gerne an nährstoffreichen, kalkreichen Böden vorkommt. Die Blüten hier, die können die Farbe so ein bisschen ja, wechseln. Die haben nicht immer dieselbe Blütenfarbe. Die sind mal blau-rot, mal eher violett. Verändert sich auch so ein bisschen mit dem Grad der Reife. Verwenden kann man da sowohl die Blüten als essbare Dekoration im Salat, als auch die Blätter. Aber wie gesagt, am besten gar nicht und wenn, dann eher nur in sehr geringen Mengen. Natürlich nicht nur Pyrrolizidin-Alkaloide sind hier enthalten, es gibt auch viele interessante Stoffe, die sind sehr mineralstoffreich hier. Dieses Lungenkraut enthält auch Flavonoide, richtig viel Mineralstoff, bis zu 3% Kieselsäure, aber auch Schleimstoffe und Germstoffe sind hier enthalten, sowie auch Vitamin C. Ja, das Lungenkraut. So, wir machen mal schnell einen Habitatswechsel. Wir haben hier jetzt, wo wir sind, mit den Buschwindröschen und den ganzen Pflanzen, die wir angeschaut haben, eher kalkreiche Standorte, eher neutral bis basisch im pH-Wert. Und jetzt machen wir einen Schwenk hierüber. Da ändert sich der Boden auf recht kurzer Distanz. Wir haben hier natürlich einerseits Nadelbäume und wenn wir jetzt darüber gehen, merken wir, die Vegetation ist ganz eine andere. Bedeuten mehr Brombeeren, weniger Bewuchs am Boden. Aber hier gibt es doch ein Pflänzchen, das ich euch gerne zeige. Nämlich hier den Sauerklee, der gerne hier ein bisschen auf sauren Standorten wächst. Die Blätter hier sind ein bisschen gefaltet, dem ist es noch ein bisschen zu frisch. Die hellgrünen Blätter hier, das sind die jüngeren, die dunkelgrünen die älteren Blätter, aber hier auch schon die Blüten zu sehen. Auch der Sauerklee ist essbar.
enthält allerdings, muss man sagen, Oxalsäure. Oxalsäure, das ist in geringen Mengen ja nicht unbedingt ein Problem, kann aber bei größeren Mengen und wenn man sowas das ganze Jahr über konsumiert, schon auch zu Problemen führen, nämlich zu Dingen wie Nierenstein, Blasenstein, solchen Dingen. Diese Oxalsäure, die verbindet sich mit Calcium und bildet dann Kristalle, gerne eben in der Niere, bei manchen Menschen auch in der Blase, das kann recht unterschiedlich sein. Deswegen sollte man oxalsäurereiche Lebensmittel, wie zum Beispiel, da gehört auch Spinat dazu, der Rhabarber, eher nur saisonal konsumieren, wie es auch natürlich vorkommt und nicht das ganze Jahr über große Mengen an Rhabarber oder Spinat oder eben hier Sauerklee zu sich nehmen. Das ist dann nicht optimal, auch nicht natürlich und kann entsprechend auch zu Problemen führen. Ansonsten ist der Geschmack allerdings recht interessant, dieser säuerliche Geschmack, ganz ähnlich wie auch bei Sauerampfer, die hat ja auch Oxalsäure drin, also geschmacklich ist das ganz interessant, enthält auch einige Vitamine und Spurenelemente und natürlich eben auch Vitamin C, was dies doch zu einer wertvollen Zutat macht. Die hellgrünen Blätter sind recht zart, die kann man gut in den Salat reinmischen. Auch die Blüten als essbare Dekoration sind da sehr hübsch im Salat. Also das kann man hier verwenden. Der Sauerklee, der kommt eben gerne auch ein bisschen auf saureren Standort in moosigen Flächen vor. Es wäre auch nicht verwunderlich, hier die Heubeere, also europäische Heidelbeere, anzutreffen. Die mag eben nicht so sehr die neutralen basischen Böden, eher saure Böden, ist aber auf bis zu 2000 Meter Höhe zu finden, allerdings doch eher eine kurze Zeit, ich sage jetzt mal vor allem März, April, Mai, danach eher noch dunkelgrünen Blätter, die noch zu finden sind und bald wird der Sauerklee dann auch verschwinden, denn ja, mit dem geschlossenen Blätterdach kommt dann auch zu wenig Sonnenlicht auf den Waldboden. Deswegen ist ja jetzt schon am Blühen. Eigentlich die ganzen Pflanzen, die jetzt schon am Blühen sind im Wald, die müssen ja recht Gas geben, richtig vorwärts machen, denn die müssen ihren ganzen Zyklus mit den grünen Blättern, den Blüten und der Samenbildung durchhaben, bevor hier im Wald die Laubbäume ihre Laubblätter ausbreiten und somit den Waldboden beschatten. Dann kriegen sie nämlich nicht mehr genug Sonnenlicht ab, deswegen müssen sie eben hier recht zügig im Frühjahr ihren ganzen Zyklus durchmachen. Ja, wir sind zurück am Bach und hier haben wir am Bach und am Waldrand hier Goldnesseln, auch die Goldnesseln. Eine essbare Pflanze, die haben ein bisschen ein Aussehen, die ist stark an Brennnesseln erinnert. Allerdings haben Goldnesseln wie auch Taubnesseln keine Brennhaare. Die Goldnessel, die entwickelt dann, ist noch nicht ganz so weit, aber demnächst hier so gelbe Blüten. Die gelben Blüten sind richtig lecker, die kann man da ja, so rausziehen und da ist auch immer so ein süßer Tropfen Nektar dran, also richtig lecker, um sich hier unterwegs eine Süßigkeit zu gönnen. Aber auch der Rest der Pflanze ist verwendbar, zum Beispiel als Tee oder auch als salatartiges Kraut. Das hat auch so ein pilzartiges, champignonartiges Aroma, also zwischen Pflanzen und pilzartig ein ganz interessanter Geschmack, nicht ganz einfach zu beschreiben. Die Taubnessel, die enthält auch wieder verschiedenste Mineralien, zum Beispiel Magnesium, Kupfer, Zink, Schwefel, aber auch Eisen, Bor, Calcium, Phosphor und Kalium. Also ein tolles Spektrum an verschiedensten Mineralstoffen. Ganz wichtig, dass wir davon auch immer genug bekommen, denn nur mit einer ausgewogenen Mineralstoffversorgung kann auch unser Immunsystem und unser Gehirn und alles anständig und gut arbeiten, deswegen ist das so wichtig.
Die Goldnessel enthält aber auch ätherisches Öl, ätherische Öle, woher ihr Geschmack kommt. Mit den ätherischen Ölen verbunden auch so ein bisschen eine antibakterielle, entzündungshemmende Wirkung in der Naturheilkunde. Die Pflanze gilt aber auch als verdauungsfördernd und harntreibend. Sie enthält ja auch Schleim und Gerbstoffe. Die soll auch bei Gicht und bei fieberartigen Erkrankungen hilfreich sein. Also wirklich wieder eine tolle, tolle Pflanze, die man, ja, wenn man den Geschmack mag, auch wieder in größeren Mengen bedenkenlos zu sich nehmen kann. Denn Nebenwirkungen sind zumindest mir keine bekannt. Ja, und jetzt kommen wir zu einer ganz fantastischen Pflanze, die kennt wahrscheinlich jeder. Das ist hier der Bärlauch, aber nicht jeder weiß, wie wirklich toll und gesund diese Pflanze ist. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch kurz zur Beschreibung. Diese unspektakulären, einheitlich geformten, langgezogenen Blätter, ganz wichtig, ein Stiel, ein Blatt. Und auf der Unterseite haben wir hier einen zentral liegenden Mittelnerv. Das Blatt ist dann links und rechts davon so matt. Man sieht hier kaum Blattnerven, dadurch eigentlich sehr gut von den Verwechslungsmöglichkeiten, zum Beispiel dem giftigen Aromenstab, unterscheidbar. Da ist die Blattunterseite glänzend und fein geadert. Und im Vergleich zu den giftigen Verwechslungsmöglichkeiten herbstzeitlose, aber auch Maiglöckchen, da muss man einfach mal das Blatt fühlen, wie das dünn und fein und zart ist. Im Vergleich zu den Blättern von Maiglöckchen, das richtig speckig und dicklich ist und niemals so fein und dünn wie ein sehr dünnes Blatt Papier, hier der Bärlauch. Und somit eigentlich habe ich gar nicht den Eindruck, dass der so einfach zu verwechseln sein sollte, aber ich will es hier doch erwähnt haben. Der Bärlauch enthält einen ganzen Arm voll toller Inhaltsstoffe, darin Lauchöle, woher auch dieser knoblauchartige Geruch und auch Geschmack kommt. Also der Geschmack, muss ich gar nicht viel dazu sagen, aromatisch und intensiv, knoblauchartig, etwas scharf. Der enthält Aline und Allicin, das sind so antibiotisch und zellzerstörende Stoffe, daher auch so ein bisschen die antibakterielle Eigenschaft, der wird aber bei der Verdauung größtenteils neutralisiert, also uns Menschen macht das nichts aus. Weiter enthält der Bärlauch Flavonoide, Saponine, auch Polysaccharide, wie gesagt ätherische Öle, Schleimstoffe und auch Zucker. Auch der Vitamin C-Gehalt ist ganz beachtlich, der liegt bei 150 mg Vitamin C pro 100 g frischem Kraut. Auch der Kalium- und der Mangangehalt ist hier ganz ordentlich. Der Bärlauch hat eine Vielzahl von interessanten Heilwirkungen. Er wirkt senkend bei hohem Cholesterinspiegel. Er wirkt Gefäßverkalkungen entgegen. Ist daher ein super Mittel, um Herzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen. Weiter gilt der Bärlauch als schleimlösend, stoffwechselanregend, harntreibend, entzündungshemmend und blutreinigend. Blutreinigend ist hier ganz ein gutes Stichwort. Der Bärlauch ist nicht nur blutreinigend, sondern er ist auch in der Lage, Schadstoffe, vor allem Schwermetalle, auch Leichtmetalle, wie zum Beispiel auch Aluminium, aus dem Körper zu entfernen. Also die Pflanze enthält Stoffe, die sich an Aluminiumablagerungen binden im Körper. Und der Körper kann die so dann ausscheiden. Aluminium ist ein ganz übler Stoff, wenn der im Körper ist, im Gehirn, kann er zum Beispiel Demenz und Alzheimer-Erkrankungen verschlimmern, verschlechtern oder gar hervorrufen. Auch sonst ist Aluminium in der Lage, im Körper Allergien und Autoimmunerkrankungen auszulösen. Also das ist nicht so gut, wenn man Aluminium im Körper hat.
Und hier der Bärlauch, das ist eine Pflanze, die ist eben in der Lage, diese Stoffe hier auszuscheiden. Eine weitere Pflanze, die das auch sehr gut kann, das ist Blattkoriander. Findet man allerdings nicht so wild hier draußen. Ist ja mehr so im asiatischen Raum auch mehr bekannt. Kann man aber auch für Salate und so als Gewürz verwenden. Ist hier sicher auch sinnvoll. Aber hier der Bärlauch, das ist unser einheimisches Superkraut, um solche Stoffe loszuwerden. Ja, ich denke, das waren jetzt einige Pflanzen für den Februar, April. Und damit wären wir dann auch mal am Ende vom Video. Da gibt es bald noch mehr einzelne Porträts. Einige Porträts sind schon online. Einfach hier auf dem Kanal weiter umschauen. Da gibt es wie viele weitere interessante Inhalte.